Willkommen zurück zu einer neuen Folge von den Kerngeschichten hier bei Corekeeper. Und wie in der letzten Folge angekündigt, gehen wir jetzt mal schön die Mauer anfassen. Sofort. An der feuchten, kühlen Stelle, also bei Brillis Mama. Ach, apropos Brillis Mama. Brilli ist auch mit dabei und Zwiebel auch. Hi. Hi. Natürlich bin ich dabei. Ihr braucht ja jemanden, der bei euch aufpasst. So, immer dem Geruch nach. Gut. Wenn ihr das jetzt macht, ohne dass ich dabei bin, ne, dann ist dieses Format beendet. Ja, machen wir halt alleine weiter. Versuche hier nur Ordnung reinzubringen, weißt du? Also diese, oh, ich habe mir der Fackel zugehauen. Ich wollte gerade sagen, diese Angst, die macht überhaupt keinen Schaden, aber ich habe mir der Fackel getan. Ups. Brenne, du Wurm. Was ist das hier eigentlich? So. Alles klar. Ach, es gab Loot. Guck mal, das ist auch geil hier. Kannst du mitnehmen hier. Das ist ein Brunnen. Ah ja. Hier, bauen wir das ja ab, das große Viereck. Nee, hier, guck mal da. Hier, oh. Daneben. Dumm Schwein. Hier, bauen wir das Viereck ab. Das Viereck? Ja, das ist ein Brunnen, genau. Das ist nämlich gut, da kannst du dann immer Wasser rausholen. Wenn wie ist das jetzt eigentlich? Haben wir jetzt ein Item, womit man irgendwas an der Mauer machen muss? Oder? Nee, wir müssen die nur anfassen. Ich habe gerade den Kern nochmal angefummelt und der hat gesagt, fass die Wand an. Fass die Wand an. Danach kommt verarscht. Hier ist Gold. Nimm's mit. Ja, das kennen wir doch. Da brauchen wir doch ein Bohr. Und Eisen. Oh krass, hier ist Gold und Eisen. Gold und Eisen. Falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Ne? Ich hab gerade gehört, da sei Gold und Eisen. Ja, ist übrigens hier ist, ne? Gold und Eisen. Ist schon geil. Gold. Also, Brilli, ich habe übrigens nochmal nachgelesen, gegoogelt. Es ist wirklich so, wenn man den Boden wegmacht, spawnen die nicht mehr. Also bei den Larven, bei allen. Ich habe auch übrigens nochmal geguckt, wollte ich noch erzählen, genau, dass man einen Tipp, warte mal, hier ist irgendwas an der Wand direkt bei uns hier. Eisen, lass mal hier mitnehmen. Ja, mit dem Rap geht es nicht. So. Und zwar, dass man wohl einfach diesen Boden von der Brutmutter tatsächlich zustellen sollte mit Kisten. Und weil die nämlich passiv ist, also sprich, die greift nie zuerst an, hätte man dann damit da die ganzen Spawnerei da ein bisschen im Griff haben können. Okay. So, Mene, wir überlassen dir das. Jo. Hast du dir schöner vorgestellt, dein erstes Mal mit der Mauer, oder? Da, hier, oh, es leuchtet. Ratatatapeng. Ja, toll, jetzt ist einfach weg, oder was? Sieht so aus. Haben wir irgendeine Brücke dabei? Ja. Okay, guck mal, bauen wir. Ja, hier einfach rüber. Kannst du hier rüber? Ah. Hä? Ach, nee. Da. Ja, toll. Dann sind wir wieder zurück. Super. Super. Haben wir eine Brücke oder? Ja, ich hab doch Brücke dabei. Dann bau die mal hier so straight, wo die Fackeln sind, genau. Hier, wo die Fackeln sind. Ja. Weiter. So, das können wir uns wieder nicht abbauen, oder? Das ist unsere Hacke zu schlecht. Ja. Warte mal, hier oben geht's noch weiter. Bringt also gar nichts hier einfach. Oh geil, hier ging's richtig viel weiter. Können wir hier echt nichts machen? Wir suchen einfach mal. Irgendwo wird's schon weitergehen. Hier ist noch was, glaube ich. Hier? Hier geht's. Hä? Ey, das ist alles so dieses Vorland und dann kommt diese Scheiße. Was denn Vorland? Ja, Voralpenland. Ganz schön flach. Menno, was haben wir denn für Hacken? Wir haben doch Eisenspitzhacke, muss doch gehen. Geht aber nicht, wir brauchen Bohrer. Nee. Jetzt kommen wir zurück ins Lager und dann heißt es verarscht. Ihr habt gefrevelt, weil ihr die heilige Wand berührt habt. Wand? +1 Fertigung.
Da siehst du, hier waren noch ein paar Punkte, die ich verteilen muss. Irgendwo wird es schon lang gehen. Ich gehe jetzt einfach mal hier weiter. Soweit ist das Spiel noch nicht entwickelt. Ich glaube, wir haben es einfach durch. Doch, es geht schon noch weiter. Doch, es geht schon. Ja, es gibt zwei weitere Biome auf jeden Fall. Wald und Wasser. Irgend so ein Sumpf oder so kann es sein. Also ich habe nämlich selber schon gesehen, durch Zufall, bevor wir angefangen haben, bei jemandem, der es gespielt hat, dass es da noch so andere... Ja, genau. Und es gab doch das Update, kurz bevor wir angefangen haben, oder kurz nachdem wir angefangen haben, wo das neue Biom rausgekommen ist. Also muss das ja irgendwo sein. Ja, das weiß ich nicht, aber da gab es noch andere Gegner. Ja, dann gehen wir am besten mal komplett in den Westen, anstatt in den Osten. Tireli. Ich meine, sind wir hier schon jenseits der Mauer? Ja. Ja, ne? Ja. Aha. Hat Ding? Mist. Ich finde dies nicht in Ordnung, meine Herren. Also ich gehe jetzt mal komplett in den Osten. Jo. Wir waren doch gerade im Osten. Im Westen, meine ich. Hast du eine Brücke, Zwiebel? Ja. Kannst du hier oben, guck mal, hier oben nach links. Ich habe nur noch eine, warte mal, die kann man doch so bauen, oder? Ne, brauchen wir eine Werkbank. Warte, ich baue die Werkbank hin. Hoho, was ist denn hier los? Nee, brauchst du gar nicht. Ich habe kein Holz dabei. Oder hast du Holz dabei? Ich habe ein bisschen Holz gerade gesammelt. Ja, sehr schön. Auf diesen Wegen war immer ein bisschen Holz am Start. Sehr, ich habe da nur nicht mehr viele Fackeln, wenn ich jetzt hier... Ja, Fackeln? Ja gut, ich habe noch 4 Fackeln, also... Das ist auch nicht viel. Mhm. Ich habe noch eine Brücke. Die wollte ich nicht. Aber hier waren wir doch. Ah, guck mal hier. Hier waren wir schon mal. Hier kannst du, genau, Holz. Ja, hier waren wir, als noch die Wand hier war. Ich bin der beste Fischer, den es gibt. Jetzt fischt der schon wieder. Hier ist Holz. Ich habe auch gerade Holz hier. Wie passiert? Da hat irgendeiner deine scheiß Truhe kaputt gemacht. Was? Deine Samentruhe. Was, die Darmtruhe? Samen. Ah. Hier, ich hab's. Warte. In den Norden geht's weiter. Grünes Grasbiom, dschungelmäßig. Hurra! Ich nehme mal hier das ganze Holz mit. Tun sie dies. Oh, ich sollte etwas essen, sagt's mir. Dann mal gucken, wo der Mähne abgeblieben ist. Wie bist du da ist es hier. In diesen kleinen Schleichweg da hoch. Du bist zu weit. Ja, ich bin jetzt gerade dem Holz gefolgt. Da ist er. Ui. Look at this. Hier ist auch ganz viel Holz, guck mal. Oh, da oben ist irgendwas. Ah, ja, ui, was haben wir denn hier? Was bist du denn für eine schöne Bordenschatz in Wand? Skaliterz. Ja, das brauchen wir doch. Ein bisschen zäh, das Zeug. Hab auch welches. Sehr schön, ich mach mal ein paar Fackeln. Ja, hier ist Duster, ey. Aber wie im Sack. Einen Stachel habe ich aufgesammelt. So. Boah, die sind aber ganz schön zäh, die Wände, ey. Ja, wir kriegen ja dann jetzt mit dem Skalit-Erz machen wir uns so eine Skalit-Werkbank. Der Brilli eigentlich noch mit dabei oder spielt der nicht mehr mit? Nee, der spielt nicht mehr mit. Ah.
Hat er gesagt, er hat keine Lust mehr auf uns. Ah ja, okay. Das war mir zu doof. Hebt kein auf, Interesse oder? An uns, der Kerl. Kein Interesse. Wieso hebt denn der das nicht auf? Hast du vielleicht das Inventar voll? Nee, nee. Ah, jetzt. Das ist sehr famos, finde ich hier. Aber wo seid ihr da reingegangen? Du bist zu weit gelaufen. Du bist zu weit gelaufen. Da geht irgendwann so ein brauner Weg ab. Ja, geht so ein kleiner brauner Weg nach Nordosten. Also du musst ungefähr jetzt bist du bei genau. Jetzt noch mal so ein Stück und jetzt rein. Genau. Jetzt rein. Ich bin jetzt in Azios Wildnis. Trockener Schmetterling. Kam gerade so eine Meldung, dass ich jetzt quasi das Biom gewechselt habe. Okay. Ridley, du kannst auch mal Holz mitnehmen und so, ne? Wieso? Wir haben genug Holz. Nein, aber nicht dabei. Haben wir nicht. Ich habe genug Holz dabei. Jo. Wenn du nicht so ein Prillo. Ja, das ist das Wichtigste, dass der Prilli alle ja, von allem genug hat. Von allem am wichtigsten dabei hat. Ja, ich nehme mir halt 150 Holz, man, bei jedem Weggang nehme ich mir das mit. Oh, Gras. Weil ich clever bin. Der Feierabend ist gerettet. Wieso? Gras. Ja, was ach ist so, Gras. Und Satthafer. Was wollen wir mit Gras? Was war das? Achso. Ah, jetzt habe ich auch die Meldung bekommen. Satthafer. Ja. Atheos will nicht. Hier braucht man eher eine Hacke, oder? Für was? Hier braucht man eine Hacke Wände. Für alles. Ja. Nee, eine Axt. Nee, eine Spitzhacke braucht man hier. Wie überall für. Ich glaube, mit einer Axt geht's schneller. Du gehst schneller mit einer Axt. Das ist eine was Graswand, ist Alter. Wetten, das geht mit einer Axt schneller? Wofür soll denn sonst eine Axt sein in diesem Spiel? Zum Aua machen bei Gegnern. Da leuchtet's. Ich habe einen mechanischen Arm gefunden. Nein, da habe ich meine Axt jetzt was? Mit. Ist wertvoll. Und, kommst du mit deiner Axt durch? Ich habe keine Axt mit. So, oder ich schau mal mit meiner Axt zu. Da passiert gar nichts. Was hast du denn für eine? Ein Büschel. Nice. Hier, kann man bestimmt den Baum mitfällen. Nee, kann man nicht. Ich bin ja da reingekommen. Ach, hier. Kann man leider nicht. Hab's was probiert. Denn? Wo denn? Den Baum zu fällen, habe ich probiert. Okay. Das ist übrigens ziemlich sinnlos, im neuen Biom zu dritt an einer Stelle zu bleiben, oder? Na gut, dann gehen wir halt woanders hin. Ich habe nur Angst, dass irgendwelche Mobs kommen, die uns dann kaputt machen. Ja. Hier ist friedlich, Mann. Du bist friedlich, Mann. Nee, ja. Das stimmt nicht. Hier scheint aber nirgendwo ein Mob zu sein. Hast du bitte schon Gegner gesehen? Nee, noch nicht. Noch nicht. Hier geht es zumindest ja mal nicht weiter. Das, was mir so Angst macht. Bis jetzt ist es hier. Muss schon wieder mal was essen. Oh, ich habe einen Ring gefunden. Dornholzring. 22 Dornenschaden. Okay. Interesting. Die Musik ist sehr schön hier. Hey, Ocarina of Time. Hey, was nein. Geht? Nix diese. Mach mal ein Lied. Spiel am Glied. Ach, da sind Gegner. Wo? Hier rechts. Wenn du also ein bisschen am Rand lang gehst, siehst ach, du da. Die roten Augen. Mensch, oh, die schießen. Oh, die schießen. Bastard. Oh, Gegner, die schießen, das kann ja wohl nicht wahr sein. Nicht gut. Skalit. Ich mach mal hier den Spawnboden weg, damit hier keine Spawn, keine Gegner. Bau ich ab mit meinem Glied. Skalit. Scheiße.
Oh, hier sind Kisten. Wollen wir da rüber? Oh, Kisten? Was? Können wir das eigentlich ganz normal einschmelzen oder was ist das damit? Ja, ja. Das Skalit, ja, ja, in diesen neuen Ofen, wo wir auch das Gold einschmelzen können. Der kann das. Wollen wir zu den Gegnern rüber? Zwiebeln? Ja, können wir machen. Neuer Gegenstand, versteinerte Koralle, wertvoll. Achtung, hier, komm. Ich hab schon Büchse. Der sieht aber nett aus eigentlich, ne? Der sieht nett aus, aber... Kommt. Haha, verarscht hat er uns. Dumme Sau. So. Wow. Scheiße, ich bin gefangen, oder was? Ah. Hab's weggemacht. Oh, danke. Bitte. Was war das denn? Hier, guck mal, das ist wieder dieser Spawnboden hier. Dieses Welcher grüne denn? Mit den blauen Punkten drin. Okay. Das hier. Den musst du wegmachen, sonst spawnen die da. Aber ich kann den aber nicht aufheben. Ja, kein Problem. Ich hab... Ah! Uah! Aua! Inventarski Fulski. Okay, ist down. Sehr gut. Ja, wenn du Fackeln drauf machst, kannst du es, glaube ich, Alter. Nicht. Wer ist denn er da oben? Ist er Sniper Johnny oder was? Was ist denn das hier? Hurensohn. Wenn du Fackeln drauf hast, kannst du es nicht wegschaufeln. Oh, Buddy, Dudeludelei. Wow. Okay, ja, du schießt irgendwelche Sachen. Aber hier unten war doch noch was im Boden, ne? Jägerkapuze plus 23 Gesundheit, Ausbrechenschance, Fernkampf. Oh, die ist auf jeden Fall besser. Ah, wieder eine Fackel draufgebaut. Ja, ja, macht der Gewohnheit. Oh. Oh, yes. Eisenerz. Hier bräuchte man, glaube ich, einen Bohrer. Ja. Hier Geht's unten war, glaube ich, noch was an der Wand. Plus was? Was heißt das? Was ist eine Wand? Okay. Ja, hier. Na, da kommen wir, glaube ich, erstmal nicht hin. Oder? Hier unten geht's weiter. Oh, nee. Doch. Ja, da leuchtet's. Da gibt's noch ein bisschen Skalit. Sehr schön. Sogar eine ganze Menge, ha? Huh? Ja, die sind sehr ertragreich anscheinend hier, die Adern. Was macht ein Brilli eigentlich? Keine Ahnung. Ja. Dein Ding. Wollen wir weiter nach unten graben? Oder? Ich weiß nicht, ob hier noch was ist, oder? Oder war nach rechts? Guck mal, rechts, siehst du das auf deinem Bildschirm? Da geht's weiter. Komm, wir biegen mal nach rechts ab. Wir biegen mal nach rechts ab. Mach mal Licht. Zwei doofe, ein Gedanke. Das cool, da bricht sogar Licht durch, so die. Was ist das denn? Samen gab's da. Ja, reichlich. Ich schieß nicht mit mir an, Junge. Also wir können jetzt hier Brücken bauen bis sonst wohin. Abidü! Krass, das Scheiß. Da leuchtet es. Skalit, Skalit! Oh, brauchst du eine Brücke. Skalit Johansson. Kein Problem. Hier ist Skalit. Ah, fein, fein. Ich bin in die andere Richtung mal gegangen und hier gibt es auch noch welches. Okay. Ja, keine Ahnung. Ich bin jetzt hier nur heil nach Hause kommen, würde man sagen. Ich habe noch so einen Heimrufstein bei mir. Ja, ich habe leider vergessen, mir jetzt einen zu machen beim letzten Mal. Blade.
Mal sicherheitshalber die Dinge, die ich nicht verlieren will. Habt ihr schon gewusst, wenn man im Inventar ist und die Taste R wie Richard drückt, dass es dann das Inventar sortiert? R wie sortieren, ja. Ja. Oh, ich habe eine goldene Feder aus dem Boden ausgegraben. Eine goldene Feder? Ja. Nice. Sie ist groß und glänzend, ein Muss für jeden Sammler. Wertvoll oder was? Habe ich mit einem Video was getrunken. Oh, ich habe hier ein neues Bio. Es gibt natürlich noch andere Getränke als das, was ich gerade zu mir genommen habe. Ich habe hier ein neues Bio. Nicht, dass es hier heißt, ich mache Werbung oder so. Ich habe hier ein neues Bio. Du hast ein neues Bio? Ja. Au! Bist du jetzt... Wie sieht das aus? Eklig. Biom, jetzt auch in Grapefruit. Ich habe schon wieder was ausgegraben. Eine versteinerte Koralle. Koralle. Ja, die habe ich auch schon. Das ist nur so ein wertvoller Gegenstand da. Alter, hier ist ein Skalit-Vorkommen, aber da brauchen wir einen Bohrer. So, jetzt die Frage: Kann ich das hier auf der Karte markieren? Ja, ich habe es rausgefunden mit der mittleren Maustaste. Okay. Du wählst erst das Symbol unten aus und dann musst du mit der mittleren Maustaste. Geht nicht. Ah, doch. Alter, nice. Wirklich? Danke. Gerne. Meine guter Mann. Da leuchtet's. Ich sehe es nächstes Galli vollkommen. Boah, hier ist so ein Schleuderding, ey. Was? Das ist so ein Pferd, wie so ein Trebuchet. Schleuderoni, hier ist noch eins. Was? Hier ist noch so ein Vorkommen. Jetzt da ist es. Müssen wir nur noch beschriften können, die Dinger. Dann wäre geil. Ja, wir müssen uns ja eigentlich nur auf eine Symbolik einigen, oder? Ich habe jetzt halt den Diamanten da genommen, dieses Diamantensymbol. Macht Sinn. Klingt nach was Wertvollem. Gelle? Alter, sind hier viele Gegner, ey. Ja, die schaffst du schon. Du bist ja hier der Schnetzler. Hier geht's weiter. Der Schniggi-Schnaggi-Schnetzler. Hier geht's auch noch weiter. Gehen wir da hoch. Aber die spawnen hier die ganze Zeit, deswegen hört's nicht auf. Oh, mir dünkt, ich habe ein Hüngerchen. Soll ich einen Nahkampf tun oder bist du für einer mit deinem Hammer? Was bist du denn für einer? Oh, ich habe hier ein Beet gefunden. Ein Beet? Ja, mit Herzbären und Leuchtebären und einem Gegner, aber nur einer, den schaffe ich. Komm her, du. Ah, scheiße, ich schaffe ihn noch nicht. Doch, hab ihn. Das war knapp. Da war wieder so eine Festhaltepflanze. Uah. Die sind gemein. Hat euch Mutti heute... Pufffungus. Morgen die gleichen Sachen rausgelegt. Pufffungus kann gekocht werden. Was, ein Pufffungus? Boah, geil. Schimmel-Aderhalskette plus 23,7 Fernkampfschaden. Das ist natürlich nicht schlecht. Das ist doch mal eine Hausnummer. Die werde ich seit mal einlösen hier. Bomb Paprika kann man wegschmeißen. Pufffungus habe ich auch gefunden, ja. Ein Samen. Seid ihr auch in dem neuen Biom? Ja, sicher. Was hast du denn gedacht? Ah, ich bin tot. Ja nicht Scheiße. Why? Da hat mich ein Busch getötet. Der konnte auf einmal schießen. Shittebums. Ein Busch? That's unfortunate. Yes, yes. Ganz hart. Muss ich nämlich wieder ganz schön weit lösen, du. Das ist ja zum Mäusemelken. Zum Melkemäusen, ja. Ekliger Boden. Ich glaube, ich habe deinen Gang hier gefunden. Den Gang vom Wandfummler. Da ist noch Erz in der Wand. Noch jemand ein Blasrohr? Hinein ins Gebälk. Auf das die Esse glühe. Boah, hier ist man so lahm.
Mene, wo spielten ihr eigentlich eure D&D-Runden? Wie? Auf Discord. Auf Discord und dann jeder für sich tatsächlich am Würfeln oder mit so einem Würfel? Ja, naja, wir benutzen D&D Beyond für unsere Charakterbögen und so weiter, aber jeder würfelt so für sich zu Hause. Also wir haben keinen. Also man kann bei D&D Beyond auch würfeln, digital. Und wenn der DM da eine Kampagne eröffnet bei D&D Beyond und einen einlädt und alle loggen sich dann da ein, dann sieht er auch, wer was gewürfelt hat. Okay. So, wie komme ich jetzt wieder da hoch, wo wir hin müssen? Da muss ich ja ganz nauf und nicht ganz nüber. Da muss ich erstmal zurück. So Teleporter wären cool, auch wieder zurück oder in die Nähe von deinen Team-Dudes hier. Was bist du denn? Boah, mein Inventar ist so voll geschissen, ey. Ja, ich muss jetzt auch mal mein Zeug holen und dann wieder zurück teleportieren. Ach komm, hier, hohes Büschel Gras kann zum Dekorieren verwendet werden. Deine Mutter kannst du dekorieren, echt. Ich geh jetzt raus aus dem Biom, ey, ganz ehrlich, es geht mir richtig um den Sack. Du bist so unentspannt, Brilli. Genieß doch mal dieses schöne Biom. Weiß nichts zu genießen. Schmeckt alles scheiße. Da kann man auch die Wände, glaube ich, nicht kaputt machen, oder? Hä? Na, da, wo wir jetzt drin sind, schon. Dann bist du nicht in dem Biom. Würde ich jetzt mal tippen. Oh, ich habe hier irgendeinen negativen Buff drauf. Ja, langsam. Hä? Langsam. Nee, verringerte Heilung irgendwie. Ah, hier sind lila Schleime sind hier unterwegs. Ach. Aha. Ja, natürlich, ey. Wie mich denn jetzt gekillt? Weißt du, da bin ich in einem Gang, da kommen mit mega Speed einfach zwei Typen an, in diesen Gang, ich kann halt nicht weg. Und bam, 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 bin ich tot. Alter, gar keinen Bock, ich weiß noch nicht, wo ich war. Guck einer an. Oh Gott. Lalala, Skalit. Oh, Bitte? Kann man das hier wegmachen? Ja, ich versuche den Weg zu finden. Ein üppiges Stück aufrechter Pflanzen. Zinnerz brauchen wir nicht mehr. Doch, Zinnerz brauchen wir. Schienen aber und so. Komm, zwei Barren drauf, wir schießen. Arschloch. Nochmal zurück. Nimm das, Schurke. Die Folge ist zu Ende. Das macht nichts. Okay. Doch. Ich will aber mein Inventar wieder haben. Ich hab meins auch noch nicht. Weit weg? Also. Ich weiß es nicht genau, ehrlich gesagt. Los, Zwiebel. Was seid denn ihr für welche? Jesus. Bei welchen Typen warst denn du? Wie der war nicht so getarnt. Wie so Emos aus frisch vom Friseur. Bei mir, das sah aus wie ein Busch und dann hat er geschossen. Nee, die haben so komische Umhänge um. Die sehen komisch aus. Zwiebel, go. Boah, was waren das für komische Viecher? Ja, liebe Leute, im neuen Biom geht's ja nicht. Ich bin dran. Ach stimmt, der Mene ist dran. Ja, ja, doch. War meine Folge. Also, liebe Leute, werden wir alle mal und dann beim nächsten Mal, dann gucken wir uns mal an, ob wir vielleicht auch mal zusammen rumlaufen. Danke, Brilli, danke, Zwiebel. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao.